Befreit von Supermans Kontrolle schaltete Doomsday die letzten Metamenschen aus. Anschließend manipulierte er die Technologie der verlassenen Festung der Einsamkeit so, dass sie die Erde terraformieren konnte, wodurch schon bald das prähistorische Krypton entstand. Endlich fühlte es sich wie Heimat an. Nach einigen Jahren der willkürlichen Ausrottung der Menschheit benötigte Doomsday eine neue Herausforderung. Da er Supermans Fähigkeit zu fliegen assimiliert hatte, begab er sich in einen benachbarten Raumsektor. Dort sollte es einen ebenbürtigen Gegner geben. Einen zarnianischen Söldner mit Hang zur Gewalt. Doomsday wollte unbedingt gegen diesen Lobo kämpfen.